Meiringer, Hotel Bravo, Kilo, Echo Yankee. We have just a near meet with a helicopter at the Imbrienza at 6500 feet. Wenn wir wie abgemacht haben von Grenken, fliegen wir über Burgdorf, um Bern herum, Richtung Thun, den Seen entlang, da Richtung Meiringen. In Meiringen wollen wir dann schauen, das Militär fliegt heute etwas länger. Ja, okay. Aufpassen, über den Brünig, Luzern. Jörg will mit seinem Passagier Marc einen Rundflug ins Berner Oberland und zurück über die Innerschweiz machen. Das Wetter dafür ist gut. Einzig im Entlebuch zeigt das Wetterradar bereits eine erste Gewitterzelle. Alle Flugvorbereitungen werden seriös gemacht. Haben wir gesehen, das Wetter in Grenken haben wir konsultiert. Der Flüger ist technisch draussen gut. Fuel haben wir 3,5 Stunden getankt. Performance ist auch in Grenken kein Problem. Und den Rest haben wir miteinander besprochen. Ja. Gehen wir. Schönen Flug. Ja. Hotel Echo Yankee, the wind 350 degrees, 5 knots, runway 07, cleared for takeoff. Runway 07, cleared takeoff, Hotel Echo Yankee. Erstfeld, das ist Patrick, John Andreas. Grüezi wohl, Patrick. Wie sieht das Wetter aus, das Erstfeld? Wetter ist nicht schlecht, ein bisschen verhangen, aber gut. Ich bringe ja den Heli. Patrick muss den Helikopter nach Erstfeld bringen, weil dieser dort dringend gebraucht wird. Das ist kein Problem, wir bringen dich nicht auf den Bahnhof. Okay. Erwarte dich und guten Flug. Besten Dank, John Andreas. Für Patrick ist die Zeit knapp. Seine Absicht ist es, auf schnellstem Weg direkt nach Erstfeld zu fliegen. Jörg und Marc umfliegen die TMA Bern und erreichen Oberdiersbach kurz vor Thun. Eine Gewitterzone liegt voraus über dem Entlebuch. Patrick muss wegen den dichten Wolken und dem Regen von seiner direkten Flugroute abweichen und umfliegt großräumig die Gewitterzone. Da er aber keine Ausweichroute geplant hat und er das aktuelle DAPS nicht konsultiert hat, bringt ihn diese spontane Routenänderung in die noch immer aktive Kontrollzone Meiringen. Meiringen Tower, Hotel Bravo, Kilo, Echo, Yankee, Interlaken, 6500 feet. Request crossing CTR at 6500 feet, direction Brünig. Hotel Bravo Kilo Echo Yankee Meiringen Tower, clear to cross at 6500 feet, QNH 1024, next report Brünig. Clear to cross at 6500 feet. Jörg und Marc genießen ihre gut geplante Flugroute entlang dem Thuner und Brienzer See. Oh, da ist noch gewesen. Hast du den Helikopter gesehen? Oh, der Helikopter hat fast verrutscht. Meiringen, Hotel Bravo, Kilo, Echo Yankee. We had just a near miss with a helicopter at Imbrienza. Hotel Echo Yankee Meiringen, I have no reported helicopter on my frequency. Do you intend to file a report? Affirm, Hotel Echo Yankee. Hotel Echo Yankee. Patrick vermutet, dass die Kontrollzone Meiringen trotz der fortgeschrittenen Zeit immer noch aktiv sein könnte. Hotel Bravo X-Ray, Victor Alpha, Meiringen. Hotel Victor Alpha, confirm, your control zone is still active. Hotel Victor Alpha, affirm, CTR Meiringen is active. I had an airstrop with a single engine abeam beamed at 7500 feet. Hotel Victor Alpha, Roger, in this case I will have to file a report about your airspace infringement. Victor Alpha. Hier hat aufgrund einer Luftraumverletzung ein beinahe Zusammenstoß stattgefunden. Die beteiligten Piloten sind verpflichtet, die Vorkommnisse zu rapportieren.
Solche Ereignisse, die ein Risiko für die Flugsicherheit darstellen können, müssen unverzüglich den zuständigen Flugsicherungsstellen und innerhalb 72 Stunden auch dem BAZEL gemeldet werden. Es war ein guter Flug, ja, aber hier mit dem Helikopter. Ja, ich habe noch ein Foto gemacht, es war heikel.